herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Maria von Maria Loves Paper und ich habe euch ein neues Projekt mitgebracht. Ja, angekündigt hatte ich ein Katzenjournal und ein Pferdejournal. Und nun kommt ein Gartenjournal dazu, weil meine liebe Tante nämlich 70 wird. Und ich mir gedacht habe, das wäre doch ein cooles Geburtstagsgeschenk. So, das möchte ich nämlich heute mit euch anfangen. Pünktlich zum neuen Jahr. Jetzt sehe ich gerade, hier flattern hier und da nochmal Nachrichten rein. Also ich hoffe, dass ihr das Brummen von meinem Handy nicht auf dem Film hört. Doch, dann fällt das unter Shit Happens. Ja, so sieht's aus. Hier geht's los. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Ich freue mich über jeden Abonnenten, über jedes Kommentar. Jeden Kommentar? Ja. Und überhaupt, meine Hände sind ein bisschen von der Stallarbeit in Mitleidenschaft gezogen. Und ein bisschen lidiert. Auch damit müsst ihr jetzt einfach leben. Auch der Jahresanfang ist nicht ganz schick und clean, sagen wir mal so. Gut was zu tun. So, was habe ich jetzt vor? Ich möchte ein Gartenjournal machen in DIN A5. Ich habe mir aus Schweden hier Bücher mitgebracht, diverse, und habe dieses Cover ausgesucht. Den Buchrücken würde ich nahezu gern beibehalten, nur diesen Teil hier werde ich übertünchen. Dann lass mal übertünchen. So, und das ist nämlich der erste Streich, den ich heute mit euch machen möchte. Das Gartenjournal vorbereiten. So. Auch dieses Ex Libris hier, das möchte ich gerne halten. Also diesen Innenteil, der soll bleiben. Weil ich finde das einfach schön. Hier kommt aus Östermalms Bookbinderie in Stockholm. Und aus dem Hofbuchhandel aus Stockholm ist das Buch. Und es hat mir einem H.J. Lindenberg gehört. Der hat einen eigenen Ex Libris Aufkleber. Also ich finde das super schick, es soll so bleiben. Also, fangen wir heute damit an. Ich möchte hier einmal mit euch, sag mal, den Teil machen, wo wir dann hinterher das einkleben werden. Also das, ich will eine versteckte Bindung machen. Also ich will sie diesmal nicht offen hier durch den Buchrücken machen, weil ich den so schön finde. Dementsprechend brauchen wir einen Pappstreifen, der sich hier reinfügt. Diesen Pappstreifen möchte ich mit einem Stück Leinenstoff, der passt hier farblich sehr gut rein, möchte ich mit einem Stück Leinenstoff bekleben, dass quasi das hier so ein bisschen rüber geht. So, das ist ein Streich. Also ich möchte es erstmal vorbereiten, natürlich noch nicht einkleben, weil wir natürlich die Signaturen erstmal brauchen. Ich habe zwischenzeitlich ein bisschen Papier ins Teewasser geschmissen und das färbt jetzt so vor sich hin. Und daraus werden die Signaturen. Ich habe einiges an bunten Papieren zusammengesucht. Es wird ein richtiges Junk Journal für den Garten. Und wie ihr seht, es ist wirklich hier ein Einband mit Leder. Also ein richtig hochwertiges, schönes, altes Buch. Ja, und ich weiß halt auch, dass meine Tante das zu schätzen weiß. Also, die wird schon sehen, dass das ein altes, richtiges Buch ist. So, außen möchte ich gerne hier ein bisschen Dekoupage walten lassen. Und zwar habe ich mir von Stemperia zwei Reispapiere ausgesucht und die sollen es werden. Das ist dann der zweite Streich, den ich heute mit euch machen möchte, weil natürlich müssen wir erstmal hier innen vorwerken, bevor wir außen mit Reispapier und Co. arbeiten können. So, so sprach sie. Los geht's. Frisch im neuen Jahr. Ich freue mich auf die vielen tollen Projekte und ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich anfange. Gut, die Zeit hat für mich entschieden, weil der Geburtstag meiner Tante quasi das nächste Ereignis ist. Dementsprechend werde ich damit jetzt auf jeden Fall so anfangen, dass ich jederzeit weiter dekorieren kann. Ich messe jetzt einfach mal. Bin ich im Bild? Ja, bin ich. Ich messe jetzt einfach mal hier den Buchrücken. Wir haben im Großen und Groben ganz normal 2,5 cm, aber wir haben noch die Wölbung dazu. Also hier würde ich tatsächlich, ich würde tatsächlich bei 2,7 würde ich jetzt hier mir ein Pappstück zurechtschneiden. Einfach deswegen, damit man die Wölbung noch mitnimmt. Aber es soll natürlich auch nicht rechts und links rüberstehen. Ne? Und dementsprechend, wenn ich mir das so anschaue, würde ich hier tatsächlich auch nur zwei Signaturen reinpacken. Ja. Da
Dafür habe ich ganz schön viel Papier zusammengesucht. Also ich glaube, es wird ein bisschen dicker, als ich mir das vorstelle. Egal. Das macht ja nichts. Wir wollen jetzt erstmal einen Streifen von 2, was war das? Was hatte ich gerade gesagt? 2,5 war es, 2,7. Probieren wir es damit mal. Ob das funktioniert, das da rein zu schieben in diese Wölbung. So. Ja, und dann müsste man das wahrscheinlich irgendwie über so einen Besenstiel spannen oder sowas zum Trocknen. Allerdings fällt mir gerade ein, wenn ich dann die Signaturen eingebunden habe, dann könnte es ein bisschen schwierig werden mit dem Besenstiel. Naja, ich werde mir schon was ausdenken. So, Plastiklineal zur Seite. So, und ich fühle mich endlich wieder so, dass ich wieder arbeiten kann. Also jetzt auch mal kreativ arbeiten. Mich hat es richtig zerlegt die letzten Wochen. Deswegen habt ihr auch nichts von mir gehört und gesehen. Da musste ich erst mal wieder ein bisschen Kraft schöpfen, um wieder kreativ sein zu können. Das macht halt einfach keinen Spaß, wenn man wirklich nur am Husten ist und keine Kraft hat für irgendwas. So. Jetzt würde ich genau hier auch oben und unten ein bisschen Platz lassen. Also ihr seht, ich würde jetzt nicht ganz oben bis an den Rand dran schieben, sondern wirklich nur bis zu dem weißen. Also Innencover hier. So. Schwuppdiwupp, schwuppdiwupp. Stoff mag ich eigentlich am allerliebsten, wenn er gerissen ist. Gucken mal, ob wir das gleich hinbekommen. Wie ist denn das bei euch? Findet ihr, sag mal, Stoff reißen, cooles Geräusch oder ist das eher gruselig? Also ich kenne immer nur die, bei denen es wirklich krass ist. Also entweder liebt man dieses Geräusch richtig oder man findet es total furchtbar, dann auch richtig. Ich kenne keinen, der sagt, Stoffreißgeräusch ist mir egal. Schneidebrett kann gehen. So. Jetzt bin ich erstmal neugierig, ob ich das jetzt hingekriegt habe. Bevor man das jetzt einfach nur reinstopft, sollte man die Pappe etwas vorbereiten. Ich überlege auch tatsächlich, ob ich die vielleicht beidseitig mit Stoff bespanne, dass es einfach besser hält. Ja, das kann ich mir noch überlegen. Was macht denn ihr so für Bindung? Macht ihr überhaupt Junk Journal? Macht ihr eine sichtbare Bindung, eine unsichtbare? Also ich mache eigentlich total gerne sichtbare Bindung, deswegen ist diese unsichtbare hier mal wieder ein, naja, nicht Feldversuch, also die habe ich auch schon oft gemacht. Ich mache tatsächlich lieber die Bindung, die sichtbar ist mit wirklich so einem braunen Schmuckband. Das ist eigentlich so mein Liebstes. Aber bei diesem Buchcover, ne, ganz ehrlich, das wäre Perlen vor die Säue, da jetzt wirklich Löcher durchzubohren und die Bindung nach außen zu setzen. Finde ich das normalerweise immer sehr feier. So, jetzt haben wir es ein bisschen vorbereitet. Ja. Genau richtig, dass das hier in den Zwischenraum passt. Das muss ich aber wirklich gut kleben. Eigentlich wäre es sogar sinnvoller, drei Signaturen reinzumachen, drei dünnere. Also drei Signaturen mit 8 Seiten oder so. Würde vermutlich schicker aussehen. Ja, auch das kann ich noch entscheiden, weil dieses Buch. Ich würde das Buch auch tatsächlich dadurch stabilisieren, wenn ich das hier reinklebe. Fast und überlegen, ob ich da noch ein bisschen was wegnehme.
so, wenn ich das nicht richtig zubekomme. Tja, was tun sprach Zeus, ne? Ich werde lieber noch ein bisschen schmaler machen, damit es richtig reinpasst. Also, sagen wir so, es passt so auch, aber ihr seht ja, es schiebt sich raus. Dann würde ich es tatsächlich lieber mit Stoff stabilisieren, als es sich hier rausschieben zu lassen. Ja, ich glaube, ich mache mal eben ein bitte nicht stören an. Schuck. So, nun hoffe ich, dass das weiterhin mit Ton ist. Sollte es nicht so sein, muss ich nachvertonen. Aha. Operation Hinkelstein, nein, Operation Buchrücken. Säbeln wir nochmal die 2 mm, die ich zugegeben habe, wieder ab. Das war ja ursprünglich, haben wir ja 2,5 gemessen, ne? Jetzt komme ich und sage auch 2,7 geht auch. Nein. Und dann bitte auch noch gerade. Bitte auch noch gerade. Schauen wir mal, ob das jetzt besser läuft. Und schön ist, wenn man sich diese Gedanken vorher macht, bevor man die Signaturen drauf gepackt hat und bevor man den ganzen Spaß mit Stoff beklebt hat und so. Ihr habt ja gesagt, ihr wollt mehr mitgenommen werden. Oder einige von euch haben das gesagt. Mehr mitgenommen werden in das, was ich tue. Mehr mitbekommen, was ich tue. Ah, aha. Guck mal. Ich weiß nicht, ob ihr das Knistern hört. Oh, hier springt das schon ein bisschen auf. Deswegen ist wichtig, dass ich dort wirklich mit... Wunderbar, dass ich wirklich mit Leinen da arbeite. Und ich würde, also ich habe ja diesen schönen Leinenstoff, ne? Und ich würde tatsächlich einmal so ein bisschen drüber nähen. Ah, wenn ich mir jetzt aber, Überlegung, wenn ich jetzt den Leinenstoff hier drüber packe, dann habe ich hier wieder einen Widerstand, ne? Also muss ich noch einen Millimeter abnehmen. Weil der Leinenstoff, der trägt ja auf. Wenn der Leinenstoff aufträgt, dann habe ich das gleiche Problem wie eben und das schiebt ein bisschen raus. So, also. Ein Millimeter darf noch weichen. Oder anderthalb vielleicht, ich weiß nicht. Augenmaß lässt grüßen. So. Jetzt lässt es nämlich auch Platz für meinen Leinen. Jetzt wird es hier auch so ein bisschen easy sein. Jo. Easy. So. Jetzt hat man festgestellt, der Leinenstreifen passt ganz gut. Wie breit muss er denn sein, dass ich den hier wirklich immer doppelt verstärke? Schade, dass ich diesen kleinen Aufkleber hier dann mit überschatte. Kriege ich den ab und setze den woanders hin? Hm. Ich finde den so süß, ich möchte den gar nicht. Vielleicht kann ich ihn noch retten.
Nur ich muss da ein bisschen Leinen drüber kleben. Kommt mir jetzt nicht mit abfüllen. Bei so einem alten Buch kann man da gar nichts abfüllen. Ich habe ihn fast gerettet. Vielleicht ein bisschen Restaurationsarbeiten, um diesen Mini-Aufkleber zu retten. So bekloppt sind doch echt eine Junk-Journal, oder? So. Sind sie zu stark, bist du zu schwach? Ich bin werbegeschädigt. Ich wollte euch gerade das Geräusch vorspielen. Vorführen. Und es wehrt sich. Hulk. Hulk am Jahresanfang. Ja, ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr weiterhin gerne bei der Arbeit so mitgenommen werden wollt. Oder ob ihr sagt, oh mein Gott, so Stoffreißen und sowas, macht das bitte ohne Kamera. Mir ist das wurscht. Ich nehme euch da gerne mit. Ich habe da keine Berührungsängste, was Stoffreißen angeht. Also, liebe Freunde der Nacht, es ist, wäre da die Idee, das wirklich hier einmal das Cover zu schützen als allererstes, bevor den Pappstreifen reinklebe. Und zwar so ein bisschen unsichtbar, sodass diese Fransen da, die würde ich abmachen. Andererseits könnte ich die Fransen noch rausstellen lassen. Könnte ich nämlich auch. Also ich finde so einen leinen, so einen groben Stoff finde ich immer sehr schön und sehr fein. Die Idee wäre jetzt einfach kleiner Haircut. Die Idee wäre jetzt einfach, den oben und unten so ein bisschen franselig rausstehen zu lassen. Rechts, links muss das jetzt nicht sein, weil das ist ja sowieso die untere Schicht. So. Also unten würde ich jetzt einfach nur so ein bisschen anselig machen, hier oben. So, weil dann würde der nämlich einfach wirklich nur diesen Buchrücken schützen. Und dann mache ich mir einen zweiten Streifen, der dann quasi nochmal rüberlappt. So, und der zweite Streifen, den werde ich jetzt auch nochmal reißen. Selbst wenn ihr jetzt sagt, oh mein Gott, mach das nicht, das ist zu laut. Heute, mit diesem Video, müsst ihr es noch ertragen. So, den mache ich mir ein bisschen breiter, sodass er wirklich dann über diesen Streifen rüberlappt. Dann machen wir es mal so. Wie gesagt, schmaler fusseln kann man den immer. Breiter nicht. Und dieser Stoff ist ganz schön stabil. Oh Gott. Schwach über die Feiertage geworden. So, ich habe leider nicht mehr so viel von dem Stoff. Ich bin so ein bisschen traurig, weil ich den so gern mag. Ja, hilft nichts. So. Also ein bisschen wie so ein... Ich meine, ich hätte natürlich auch so ein grobes Jute-Gedöns nehmen können. Würde natürlich zu Garten auch gut passen. Aber irgendwie ist mir das Buch zu fein dafür. So, also dich klebe ich da rein. Klebe ich da drüber. Das gefällt mir schon sehr gut. Und noch einmal reißen. Vielleicht kann ich mit den kleinen Rest noch irgendwas im Journal anfangen. Ich mag es immer, wenn sich Sachen wiederholen. Also wenn man von dem Stoff vom Innencover dann doch irgendwo auf irgendwelcher Seite noch was hat. So. So, das hier wird jetzt quasi so ein bisschen lappig dann da drüber kommen. Ja, sehr schön. So.
Wie gesagt, das ist hier auch wieder so ein Journal, wo ich euch einmal komplett hier mitnehme und wo ihr komplett die mitbekommt, welche Überlegungen ich habe, wie ich was anpacke und wenn ja, warum nicht. Na, oder auch, wenn ich Sachen verwerfe, ja, klar, wenn man so ein schickes Tutorial macht, wo jeder einfach theoretisch mitbasteln kann, dann sollte das schon irgendwie einen Fuß haben, aber sowas mache ich ja selten. Dass ich das vorher wirklich ausprobiert habe, euch mitnehme und euch Schritt für Schritt für Schritt sage, was ihr wie machen sollt. Oh Gott, es schwingt. Ich habe meinen ganzen Schreibtisch angestoßen. So, weil das Schöne ist einfach, wenn ich das jetzt hier mache, kann das vor sich hintrocknen, während ich das Dekoupagierte vorbereite, wozu ich auch gleich noch was erklären werde. Nun braucht man als allererstes mal eine schöne Ladung Klebstoff. Und vielleicht auch ein komplettes trockenes Tuch und nicht nur ein halbes. Ja, ich nehme immer den, also kann ich wirklich sagen, immer den Funkelkramkleber, der hält und hält und hält. Und der ist immer noch flexibel. Das heißt immer noch, also ich würde sagen, der bleibt flexibel, also auch später, wenn man das Buch jetzt schon ein Jahr hat oder sowas, dann ist der noch flexibel und fein. Und der wird nicht knallhart und man nimmt sich die Möglichkeit, das Buch zu bewegen. So, und ich gehe jetzt hier richtig in die Kanten rein, gerade weil ich eben draußen gesehen habe, dass das Leder anfängt zu brechen. Das heißt, ich stabilisiere quasi das Leder mit dem Kleber und gleich auch mit dem Stoff. So, einmal richtig in die Kanten rein. Na, man sieht mir schon, dass das so ein bisschen aufgeht. So, und jetzt mache ich hier mal, also dadurch, dass da später eh noch eine größere Lage drüber kommt, gehe ich jetzt einfach hier mal stumpf an der Kante lang. Auch ein bisschen flächiger, als ich es gleich brauche. Aber das würde ich nicht tun, wenn ich jetzt wüsste, dass da nichts drüber käme, weil sonst hat man da nämlich dann glänzende Flecken. Das ist der einzige Nachteil an der Stelle. Dieser Kleber hier trocknet nicht matt, sondern glänzend. Also kann man auch zum Vorteil nutzen, wenn man was Glänzendes haben will. Dadurch, dass ich meistens am liebsten matt alles habe, finde ich das eher ein Nachteil. Also meine Teilen könnte der auch gerne matt sein. Wenn ich was Glänzendes haben wollte, würde ich einen anderen nehmen. Aber gut, man kann nicht immer gewinnen, ne? So, jetzt habe ich hier echt so eine Klebschicht an meinem Pinsel. Die muss ich mal abfummeln, aber nicht jetzt. Jetzt drehe ich mal das Buch richtig rum. Hier seht ihr den Exlibris-Aufkleber. Ich habe da die ganze Zeit auf den Kopf gesehen. So, und den etwas unordentlicheren Teil, den packe ich nach oben, weil ich den oben sichtbar schöner finde. So. Und dann ein bisschen gezirkelt, dass das auch möglichst mittig hier reinfällt. Das Gequietsche, was ihr vielleicht im Hintergrund hört, ist übrigens meine Tochter mit ihrer Freundin. Die haben Ferien und machen sich gerade irgendeinen Spaß. Man soll ja auch die Ferien genießen. So, und jetzt drücke ich das hier richtig in Form. So richtig, dass das hier in dem Buchrücken hier drin anliegt, in die Ecken geht. Weil das soll ja schließlich hier die Verstärkung darstellen, ne? So richtig mal mit dem Fingernagel rein. Auf der Seite auch. Man sieht immer, wenn man richtig reingegangen ist, dass hier der
Stoff anfängt hochzustehen. So möchte ich das eigentlich haben. Also den Stoff, den drücke ich gleich wieder runter. Aber das soll hier richtig in die Kanten reingehen. Jetzt drücke ich ihn runter. Oder ich fast nicht weit genug gepinselt. Nicht schlimm, das kommt bei der nächsten Schicht dann, wenn wir die Signaturen einbinden. Das wird noch ein bisschen dauern. Schöne ist, der Funkelkramkleber geht nämlich auch vom Nagellack wieder ab. Holt man sich nicht den Nagellack mit runter. Jedenfalls nicht den, den ich benutze. So. Sehr schön. So, das hier war der erste Streich. Das Schöne ist, wenn der hier nämlich richtig schön fest getrocknet ist, dann möchte ich mit der zweiten Stoffschicht rüberkommen. Das heißt mit der Pappe und dem zweiten Stoff, so wie ich das jetzt hier gleich machen werde, also vorbereiten werde, dann hält das wunderbar zusammen. So, erstmal zur Seite. Nun ist der Plan, die gewölbte Pappschicht hier mit Stoff zu bekleben. Das wird nämlich dann meine Halterung für die Bindung. So, und dann muss ich mir wirklich gut überlegen, ob ich zwei oder drei Signaturen mache. Also eigentlich sind drei tatsächlich schöner mit weniger Seiten, weil die Seiten enger beieinander liegen. Kann man mal so sagen. Muss man so sagen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob diese schmale Pappe mit drei Löchern nebeneinander und das jeweils, also ich mache ja immer, ich mache ja nicht drei Löcher quasi, sondern ich mache ja vier Löcher pro Signatur. Mich am Überlegen, ob das die Pappe mit drei Löchern nebeneinander und vier jede senkrechte Reihe wirklich klarkommt. Aber blöd wäre es, wenn ich die Signaturen hier dann wieder rausreiße. Das wäre sehr ungünstig. Das Schöne an dieser verdeckten Bindung ist, man kann dünneres Garn nehmen zum Einbinden. Das heißt, ich könnte jetzt ein Sattlergarn oder irgendwas nehmen. Aber wahrscheinlich hier Buchbindergarn und sowas schreit ihr jetzt alle, habe ich nicht. Ditte habe ich nicht. Ich habe einen ziemlich stabilen Schmuck, ein Schmuckgarn oder ein Schmuckband. Und ich habe auch Sattlergarn. Aber ich habe tatsächlich kein Buchbindergarn. Ja, das wird hier und da ein bisschen schief dann an der Seite sein, aber das soll so. Das ist völlig fein. Das Schöne ist, meine Tante ist auch so eine Wuselige wie ich. Bei ihr muss nicht alles gerade sein. Das kommt mir beim Junk Journal natürlich sehr recht. Sehr recht, sehr gelegen. Ihr wisst, was ich meine. Das ein ganz bisschen vor, dass es nachher nicht ganz so steif ist, wenn ich das dann bewegen will. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis ich die Signaturen beisammen habe. Ich bin gerade noch am Papiere zusammensuchen. Ich brauche noch Buchseiten, die da reinkommen.
Wie gesagt, ich habe ein bisschen Designpapier und ein paar Umschläge ins Wasser geworfen. Nein, nicht ins Wasser, sondern ins Teewasser. So. Zack, vorbereitet. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten Streich. Der nächste Streich wird ohne Kleber stattfinden. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie ich mit dem Cover fortfahren möchte. Was? Meine Aufnahme ist noch fein. Sehr schön. So, ich habe ja gesagt, ich habe zwei Reißpapiere am Start. Und ich würde gerne, oder nein, ich möchte und werde dieses hier so gestalten. Ich muss es mir natürlich zurechtschneiden. So. Das hier der Fensterladen, der wird hier verschwinden müssen. Und ich überlege gerade, wie mache ich das ein bisschen? Nur doch, weil ich möchte gerne diese kleine Schaufel hier mit drauf haben. Das wird ja ein Gartenjournal. Andererseits könnte ich das auch so ein bisschen reißen. Ich überlege gerade, weil, also ich wollte auf jeden Fall also ein bisschen weiß darunter machen, damit man das Dekoupagierte gut sieht. Also jetzt ist gerade schwarz dahinter, das finde ich nicht ganz so schön. So, aber auf jeden Fall dieses Motiv hier so auf die Frontseite. Dieses Motiv hier auf die Rückseite. Also immer so ein Ausschnitt, ne? Ihr wisst ja, das Buchcover ist kleiner als diese DIN A4 Seiten. Und dafür. Ich überlege gerade, wie groß ist es denn? Ich brauche eine Hilfsseite. Oh, ist sogar größer. Es ist ein bisschen größer als DIN A5, aber DIN A5 Seiten passen gut rein. Überleg. Weil ich wollte eigentlich, also von den Seiten wollte ich nichts drauf behalten. Also. Das heißt, hier ist ganze Schwarze bis zu dem braunen Rand. Soll verschwinden. Allerdings unterschiedlich in der Farbe sein. Deswegen habe ich Gesso am Start. Das werde ich euch gleich zeigen. Machen wir das mal so. Und passt aber auch nicht aus. Ich brauche jetzt hier so einen Prototypen. Also das soll bis zu der Kante verschwinden. Ich brauche eine Schablone für meine Decoupage. So, hier eine senkrechte. Da. Falls ihr euch jetzt fragt, was macht die Olle da? Ihr werdet es gleich erfahren. Weil ich nämlich während das Gesso trocknet, ja, ganz gerne mein Decoupagepapier zuschneiden wollen würde. Nur, dadurch, dass das Gesso auf dem Cover trocknet, kann ich das Cover natürlich nicht nehmen. Also kurz entschlossen, schnibbi-schnabbi. Jetzt mache ich mir meine Schablone aus einem kleinen Schmierpapier. Ich habe immer so eine Seite rechts von mir liegen. Irgendein Papier, wo so ein Rest, wo ich mal, keine Ahnung, eine Briefmarke ausgedruckt habe oder so ein Spaß. Und dass ich nur eben einen Stift ausprobieren kann, mal eben einen Pinsel abstreichen oder ähnliches. Und daraus wird jetzt gerade diese Schablone hier. Schablone ist vielleicht ein bisschen hochtrabend für die Seite. Aber egal. Ich möchte jetzt mein Buchcover mit Gesso bearbeiten. Können wir das nämlich gleich zur Seite legen, dass es trocknet. Während wir den nächsten Streich machen. Was ich gerade eben euch sagen wollte, das Thema Gesso und dieses ziemlich dunkle Buchcover. Ich habe jetzt einfach irgendein Gesso genommen, ich glaube, das ist von Action oder so. Einen Schluck trinken. Ein bisschen trinken. So. Also ich möchte
dieses sehr dunkle Abpuffern. Allerdings nicht komplett. Was will ich euch damit sagen? Also ich schmiere jetzt erstmal so einen Fleck. Also dieses Unruhige möchte ich komplett abpuffern, aber das Schwarze nicht. Dann mit dem Schwarzen möchte ich, dass so ein bisschen was rausguckt, also quasi in der Decoupage zu sehen ist. Fee, du siehst das Schild von meiner Tür, ne? Gut. Dann bleib bitte draußen. Das passiert nämlich, wenn man einer Familie ein Schild vor die Nase setzt und sagt, und er, ich nehme gerade auf, mach die Tür bitte zu. Und man verabredet, dass die Menschen, die ein vielleicht heimsuchen wollen könnten, draußen bleiben, wenn man ein On-Air-Schild vor der Tür hat. Das scheint nicht zu funktionieren, wenn Menschen dieses Schild nicht lesen. Dann wird ein bisschen gemeckert und verschwunden. Naja. So, also was wollte ich sagen? Ich möchte dieses bunte Unruhige komplett abpuffern, das Schwarze nur so zum Teil. Ich weiß noch nicht, wie das aussieht, das werden wir sehen. Also vielleicht einfach mal ein bisschen quer, könnte es besser aussehen. So, und bei diesem Gesso ist mir das auch ziemlich egal, wie das da drunter aussieht. Das muss ich sowieso zweimal überstreichen. Genau. So. Beim ersten Mal sieht man noch sehr viel vom anderen, von der anderen Farbe durch. Deswegen, es trocknet glücklicherweise sehr schnell. Das muss man diesem Gesso lassen. Das ist ein sehr dankbares Gesso. So, und jetzt brauche ich immer mein Schmierpapier, um mal so ein Fussel zu entfernen. So, jetzt mal einmal nämlich grundgeweißt. Machen wir es auf der anderen Seite auch. Und dann kann man das ja nämlich sogar nochmal überstreichen. Dann hat man ein bisschen bessere Grundlage für, dass die Decoupage-Papiere auch leuchtend zur Geltung kommen und nicht nur irgendwie. So, nun seht ihr ja hier. Seht ihr das hier? Seht ihr bestimmt. Denn das Buchcover mit dem Mina Uppsala Minnen aus Schweden. Das werde ich auch überstreichen und da werde ich ein kleines Blümchen oder irgendwas drauf packen oder ein Stückchen von dem Decoupage. So, aber auch das mache ich jetzt eher ein bisschen fleckig, schäckig, nicht komplett. Dass auch hier Decoupage ein Stückchen drauf kann. Und ich quasi den Buchtitel damit gekillt habe. Das soll ja anders sein, warte. Ich habe mich ein bisschen vermalt. Ja, das Goldene soll erhalten bleiben. Macht ihr das eigentlich auch, dass ihr mal den Pinsel zwischen die Zähne klemmt, wenn ihr die Hand braucht? So, ich mache das rechtlich häufig, allerdings kann ich dabei nicht mehr weitersprechen, wenn man gerade. Na, wie gesagt, es ist eine Decoupage-Grundlage. Und auch hier würde ich jetzt einfach wirklich fleckig, schäckig, erstmal weiß. Ich werde hier dann dieses Buch natürlich noch Buchecken setzen, wie üblich. Ich weiß allerdings noch nicht welche. Ich habe ja ein bisschen Auswahl. Entweder nehme ich welche, die auftragen, also die quasi auf der Ecke sind und die nicht die Ecke an sich schützen. Davon habe ich gerade von Dani ganz tolle geschickt gekriegt. Die würden hier, glaube ich, auch sehr gut aussehen. Oder ich nehme halt welche, die wirklich über die Ecke gehen. Wir werden sehen. Aber das wird Schritt 25 von
keine Ahnung, 100, 125 werden. Erstmal das Cover. Wie ist denn das bei euch? Macht ihr am liebsten Cover? Oder macht ihr am liebsten Inhalt? Ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Also wenn ich erstmal am Cover machen bin, dann denke ich mir, wow, ich könnte immer nur Cover machen. Das macht so Laune. Wenn ich dann aber beim Inhalt bin, geht es mir genauso. Das heißt, wenn ich beim Inhalt bin, denke ich mir so, oh, wir brauchen Cover. Also brauchen immer, aber wir hatten nur Bock, Cover zu machen. Ja, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil die Mädels sich gerade irgendwie zeigen. Nun gut. Sie hören auch damit auf. Mit der Farbe hier noch nicht so richtig happy. Aber auch da muss ich noch ein bisschen zuschneiden dann. So, jetzt gehe ich hier mit der zweiten Schicht drüber. Das war wirklich auf ein weißes, einen weißen Untergrund, wo ich arbeiten kann. Und ich denke auch mal, dass das gleich wahrscheinlich auch, also dass ich da eine kleine Pause machen werde, dass das hier vernünftig trocknen kann. Aber nichts ist ärgerlicher, als wenn man auf nassem Gesso klebt und dann kommt alles wieder hoch. Vermutlich werde ich dann auch Mod Podge Antique Matt oder sowas dann da drauf machen, zum Schluss als Versiegelung. Dass das noch so ein bisschen vergilbt, das passt dann besser zum Buch als solches. Weil das ist ja hier ein alter Schinken, ne? Das ist ein altes Buch mit Ledereinband und Verzierung. Solche schönen Bücher findet man heutzutage kaum noch. Also wirklich schön. Ich weiß auch gar nicht, wahrscheinlich waren die Bücher früher auch viel teurer und deswegen auch so aufwendig gearbeitet. Ich muss gerade lachen, weil ich höre die Mädels zanken. Ach ja. Zu einem fröhlichen Om. Alles wird gut. Also ich bin echt gespannt, wie das hier wird. Ich hoffe, ich versaue es nicht. Ich habe nämlich nur von diesen Reispapieren jeweils eins. Die hatte ich mir mal aus Spaß mitbestellt, weil ich dachte, oh, die sind so schön. Mit denen musst du mal was machen. Dann wollte ich meiner Tante hier das Gartenbuch machen. Und eigentlich dachte ich mir so an Grün und so. Und dann fielen mir diese beiden Reispapiere in die Hand. Ich dachte, da sind auch Blumen drauf. Das ist auch, mal hier, komm mal weg. Das ist ja auch Garten. Ein bisschen anders. Sieht hier unten, kommt ein bisschen was hoch, das Cover nicht gut geklebt gewesen. Das ist aber nicht weiter schlimm, das werden wir hier lösen. Spätestens durch das Dekupagieren. Durch dieses Fleckige, also dass ich es nicht komplett bis an den Rand streiche, erhoffe ich mir, dass es auch noch wieder ein bisschen oll aussieht. Wir werden sehen. Also das ist jetzt wirklich ein Versuch. Ich mache diesen Versuch hier mit euch. Und ihr werdet auch sehen, wenn es scheiße aussieht. Aber scheiße, sagt man nicht, ich weiß. Das können Kinder gucken. Die sagen noch viel schlimmere Sachen. So. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen mehr Gesso. Ja, also wie gesagt, für solche Aktionen, wie ich sie jetzt hier mache, da reicht wirklich ein super günstig Gesso. Da will man nichts viel. Wenn man allerdings wirklich Leinwände grundiert und darauf dann malen will, sollte man kein Billig-Gesso nehmen. Das habe ich einmal versucht, das ist voll nach hinten losgegangen.
Genauso bei Leinwänden, wenn man billige kauft, dann hat man hinterher keinen Spaß in seinem Kunstwerk. Ja, dieses Video wird in mehreren Teilen zusammengesetzt werden. Sonst, ich habe, wenn ich das überstürze, habe ich echt Sorge, dass ich mir das Projekt hier versau. Und dementsprechend nehme ich euch lieber in verschiedenen Etappen mit. Es wird sowieso, das Buch wird wieder ein paar Videos haben. Und das letzte Video wird wie üblich ein Flipthrough sein. Liebe Ulrike. Ulrike, die Ungeduldige. Ulrike möchte am liebsten die ganzen Flipthroughs schauen und nicht die, wie habe ich was gemacht, Videos. Ist ja auch fein. Jeder das, was er gerne schauen möchte. Die wie habe ich was gemacht, Videos. Ja. Die Profis unter euch wissen das eh. Brauchen sich denn hier meine Lamentiererei nicht antun. Gerade wenn ich mit Gesso kämpfe oder ähnlichem Spaß. So, ich habe keine Kanten irgendwo drin. Jo, so. Das Schöne an dem Gesso ist auch, es trocknet zwar, man kann es wunderbar wieder auswaschen, jedenfalls aus dem Pinsel. Jetzt gucke ich mir hier meine Kanten nochmal an. Mindestens über die Kante hinüber muss ich dekoupagieren. Das heißt, ich sollte auch bei meiner Schablone ein bisschen was zugeben noch. So. Das mal von unten an. Auch hier. Das ist die Kante. Schwupps, schwupps. Und einmal aus dem Weg mit dem Herzchen. So, ich sagte ja gerade, ich möchte den Teil mit der Schaufel erhalten. Machen wir nochmal das erste. Das ist der Trick, das Reißpapier nicht an der Klebefolie festkleben zu lassen. So. Ja, ich glaube, mir gefällt das ganz gut, wenn. Also hier kommt ja die Kante, geht ja noch rum. Und hier unten will ich die Jute auch weg haben, also unsichtbar. So, machen wir noch erstmal den ersten Streich. Dafür nehme ich eine längere Schere. So. Geduld beim Reißpapier schneiden, das ist ein bisschen uneben. Stabil. So, der Ausschnitt. Hier ist ja, sind ja ein paar Millimeter, die quasi dann über den Rand rausgehen. Also so. So ungefähr wird es liegen. Ja, das heißt eigentlich ziemlich genau, da wird es anliegen, da geht es rüber. Das heißt, im Großen und Ganzen kann ich hier genau bis zur Oberkante der Schleife
schneiden. Huch. Da stürzt mein Schmierpapier ab. Mache ich mir mal den Spaß. Schieb mal hier rüber. Zack. Ja, echt. Also ich wollte eigentlich noch neues Papier hier aufziehen für euch. Ich habe es total vergessen. Jetzt habt ihr hier einen Hintergrund, der nicht so schick ist, aber... So, das oben geht über die Kante. Unten brauche ich auch ein bisschen was, was über die Kante geht. Das heißt, ich nehme jetzt tatsächlich hier die 3 cm. Das ist ein ganz bisschen was von der Jute. So. Und auch hier. So, jetzt habe ich mir hier irgendwie so ein Strichlein hingemacht. Den ich nicht mehr sehe. Schade eigentlich. Also mache ich das Ganze nochmal. Anlegen. Ein bisschen Platz oben, ein bisschen Platz unten. Den Strich da drüben sehe ich. Da möchte ich recht genau an der Kante sein. Konzentration. Ich finde so ein Gelpen ist immer ganz gut, sich sowas zu konstruieren und zu schneiden. Also nicht zu schneiden dann, aber quasi das Schneiden vorzubereiten. Ich schneide hier die Innenseite vom Strich, dass der Strich nicht mit aufs Buch kommt. Also ich hatte mir auch noch Mod Podge matt bestellt. Der ist noch nicht da, aber ich denke mal mit Antique Matt kommen wir wunderbar zurecht. So. Ich möchte gerne auf das Cover noch so ein kleines Schildchen packen und auch sag schon ein paar Charms irgendwie, weil ich möchte ihn hier in den Buchrücken hängen. Ich habe mir schöne Charms bestellt, die wunderbar dazu passen. Allerdings machen die Mädels gerade die Musik laut. Möchte ich eigentlich das Cover oben nicht durchstechen, also den Buchrücken nicht durchstechen für die Bimsel-Bamsel-Dinger. Aber ich glaube, dann mache ich ein Lesezeichen. Dann mache ich ein Lesezeichen mit Charms und hänge ein paar Charms an den Verschluss. Jetzt muss ich mir natürlich nur noch überlegen, was für einen Verschluss ich haben möchte. Also Juteband wäre gar nicht schlecht. Also es muss nicht mehr in Spitze sein. Es könnte wahrscheinlich auch echt so eine Jutekordel sein. Vielleicht auch geflochten. Also gartenmäßig. Ja. Vom Verschluss aus hängen dann so ein paar Charms runter. Das finde ich eigentlich ganz gut. So, jetzt mache ich den gleichen Spaß hier mit dem nächsten Papier. Also das hat schon mal gut geklappt. Ich habe mein Motiv. Ich habe ein bisschen Rest. Ich muss mal gucken, ob ich den Rest dann vielleicht irgendwo im Journal verbau, würde ja passen. Vielleicht nicht direkt im Innencover. Ich hatte gerade überlegt, ob ich das nicht vielleicht ins Innencover setze. Aber nee. Ich fand das Innencover eigentlich sehr schön. Also sehr schön an sich, also für sich genommen sehr schön. So, deswegen werde ich das, glaube ich, werde ich das nicht tun. So, hier ist unten. Ja, ich möchte natürlich hier den Teil mit den Schmetterlingen
Das heißt, hier der Part, der wird anstoßen. Jetzt singen die Damen auch noch mit. Ach, herrlich. Hier machst du was mit. Ja, ihr könnt mir auch einfach mal schreiben, ob das gar nicht geht oder ob ihr das lustig findet, wenn Kinder, Jugendliche oder ähnliches in Videos irgendwie mitzuhören sind. Also nicht geplanterweise, wie ihr wisst ja. So. Ich mache das jetzt mal so. Also ich habe jetzt genau angelegt, weil diese Kante, die wird am Buchrücken anliegen. Jetzt gehe ich hier mal so ein 2-3 mm hoch, wie ich das da unten auch gemacht habe. Holen wir das dann hier senkrecht dann so, zack. Strich. Und auch hier an der Seite werde ich natürlich ein bisschen was übrig lassen, dass ich die Kante mit eindekoupagieren kann. Wichtig ist bei so einer Aktion, dass man die Kante auch mit dekoupagiert, dass man auch die dann mit Mod Podge bearbeitet. Habe ich das so, wie ich das sagen wollte? Ja, gefällt. Wird gefällt. So. Wie gesagt, ich nehme euch mit bei meinen Überlegungen in der Arbeit. Ah, genau, ich muss nämlich noch ein Stückchen auswählen für den Buchrücken. Da, wo ich dieses kleine, einen kleinen Buchnamen da überpinselt habe. Und an der Stelle möchte ich nämlich ein Blümchen oder irgendwas, vielleicht auch Lavendel, also Lavendel ist auch eine Blume, aber ich glaube, die Rosen auf dieser Seite hier, die sind ein bisschen groß. Also wäre entweder diese Schrift hier geeignet oder der Lavendel. Lass uns da gleich mal einen Blick werfen. So, jetzt kabbeln sie sich singenderweise mit Musik. Das wird immer mal ein bisschen anders. So. Jetzt habe ich meinen zweiten Ausschnitt. Gefällt mir gut. Dann gucken wir uns doch mal an, was wir nehmen könnten als das Buchrücken. Guck mal her, Buchrücken. Anfassen kann ich dich ja schon, ne? Ja. Komm, bei Fuß. Buchrücken. So, ja, das ist noch nicht ganz trocken. Leider ist der Briefkasten zu groß. Bin ich im Bild? Ja. Das erscheint auch ein bisschen groß. Haben wir noch Schmetterling drauf? Auch nicht. Tja. Vielleicht hier sowas mit Schrift? Kann man Reißpapier eigentlich reißen? Also, ja, kann man. Nicht besonders gut.
Okay, ich teile euch mal meinen Gedankengang mit. Ich hatte mir jetzt überlegt, dass ich hier dieses kleine, bescheidene Blümelein mit Schrift nehme und mir die Kante einfach reiße, dass das ein bisschen all ausschaut. Es wehrt sich allerdings. Das ist nämlich doch stabiler, als ich dachte. So, ich habe jetzt hier so eine Reißkante. Jetzt reiße ich mir oben auch eine Kante. Okay, ich habe es verstanden. Die Papierstruktur geht von oben nach unten. Also vertikal. Ich möchte aber trotzdem gerade horizontal reißen. Dieses Video wird etwas langatmig, liebe Freunde der irischen Volksmusik. Das wird etwas langatmiger, als ich mir das so vorgestellt habe. Die Fasern, wie sie hier so rausgucken. Ne? Da habe ich tatsächlich, damit ich mir jetzt hier nichts kaputt mache, tatsächlich bei sowas mal die Fasern mit der Schere kehlen. Aber nicht waagerecht abschneiden, sonst habt ihr wirklich diese waagerechte. Dann schneide senkrecht rein. Wenn man sich das recht überlegt, das ist tatsächlich noch ein bisschen groß. Also jetzt oben noch ein bisschen ab. Fummel, fummel. Und das ist tatsächlich auch ein bisschen breit. Ja, von senkrecht reißen ist einfach. Ich hatte erst überlegt, eine schöne schwedische Briefmarke drauf zu kleben. Wir sind alle ein bisschen groß. Okay, jetzt ist schon trocken noch, dass man mal ein bisschen was draufkleben kann, legen kann. Okay, also auf jeden Fall ist das Weiß überdeckt. Ja, es gefällt mir. Vielleicht klebe ich dann noch einen kleinen Marienkäfer oder irgendwas drauf. Aber so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Schmetterling wäre auch schön gewesen, aber die sind quasi auf der Hauptseite. So. Wir haben, also das Mod, Gesso ist schon so trocken, dass man auf jeden Fall was drauflegen kann. Deswegen kann ich euch jetzt schon mal zeigen, wie es wird. Und da gehen wir richtig an die Kante. Dann aber aufgesetzte Buchecken. Ja. Das klingt nach einem Plan. So, hier bin ich ein bisschen nah dran. Geht aber nicht anders. Okay. Okay, meine lieben Freunde, jetzt brauchen wir ein bisschen. Braucht man ein bisschen warten. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ich räume derweil hier ein bisschen auf und vertröste euch auf. Jetzt habe ich mir echt einen Fussel draufgeklebt. Fussel wieder weg. Vertröste euch auf in, sagen wir mal, eine halbe Stunde. Für euch werden es Augenblicke sein. Und dann seht ihr mich gleich wieder im nächsten Teil dieses Videos. Bis
Bis gleich.